So, heute müssen wir uns über Treuhandrecht unterhalten, denn Treuhandrecht ist eine ganz wichtige Rechtsform, die eigentlich heutzutage wirklich jeder Art von Transaktion, ob das im Bankwesen ist oder auf politisch-kommerzieller Ebene, zugrunde liegt. Und da wollen wir uns erst einmal nochmal angucken, die Unterschiede wirklich zwischen dem Naturrecht, dem Gemeinschaftsrecht also, oder auch könnte man sagen, dem allgemeinen Landrecht und dem Vertragsrecht. Im Naturrecht gibt es wirklich nur einen Rechtsbruch, und das ist, wenn man von einem anderen stiehlt. Das haben wir uns mehrmals schon angehört. Das heißt, ganz gleich, was ich einem anderen nehme, nehme ich ihm das ungerechtfertigt. Dann ist das ein Diebstahl. Und eine Lüge kann auch zu einem Diebstahl führen. Und dafür ist jeder selbst verantwortlich für solche Art von Stehlereien, die er da begeht. Und er kann also auch genauso verurteilt werden, mit der gleichen Konsequenz, die er einem anderen durch den Diebstahl zugefügt hat. Das ist also das Naturrecht. Und das macht natürlich Sinn, wenn man in nahe Umgebung zusammenarbeitet mit Menschen, die man kennt, in einer Gemeinschaft, in einem Dorf, in einer Kleinstadt, da wo die Sache übersichtlich ist, wo die Menschen aus ihrer Mitte heraus, aus Menschen, denen sie vertrauen, sozusagen, sagen wir mal, einen Sheriff bestellen oder jemanden, der eben sozusagen dieses Recht vertritt und die Rechte aller schützt. Das heißt, hier wird der Gesetzeshüter, wenn man so will, dazu verwendet, wirklich die Rechte des Einzelnen zu schützen. Ganz genau gegen Übergriffe, die ungerechtfertigt sind. Er ist aber auch dazu da, die Rechte, die jemand gerechtfertigterweise hat, gegen einen anderen dann durchzusetzen im Falle, dass dieser das nicht will. Und dazu haben sich alle bereit erklärt in einer Gemeinschaft, dass eben dieser Gesetzeshüter diese Aufgabe übernimmt. Das ist zum Beispiel ganz typisch gesehen der Sheriff, der heute noch die größte Gesetzeshütermacht wirklich hat in den einzelnen Counties drüben in den Vereinigten Staaten. Sheriffs gibt es auch noch in Schottland und die gibt es auch noch in England. Allerdings in Schottland sind das jetzt eher Richter, die nicht nach Landrecht arbeiten wirklich, sondern jetzt auch diese kommerziellen Statuten durchsetzen. Das heißt, es sind jetzt die Sheriffs, die Bailiffs sozusagen, die für die kommerziellen Mächte, für die, die das Kommerzwesen betreiben und missbrauchen, eintritt. Das ist also nicht so ganz gerecht wirklich mehr, wie das früher war. Jetzt, wenn man sich anfängt, außerhalb der eigenen lokalen Gemeinschaft zu bewegen, dann kommt man in Verbindung, wie wir das letzte Mal gehört hatten, mit Menschen, die andere Rechtsauffassungen haben teilweise, ja, andere Gebräuche, was ja wichtig ist im Leben der Menschen. Das Recht der Menschen hat sich hauptsächlich ergeben aus Gebräuchen oder aber aus biblischen Prinzipien, also aus religiösen, spirituellen Prinzipien. Und die können ja nun mal von Ort zu Ort verschieden sein. Das heißt, in dem Moment, wo man anfängt, mit Menschen in Verträge einzutreten oder sagen wir Geschäfte zu machen, zu handeln, die einem selber nicht so nahe sind wie die eigenen Menschen um einen herum, dann braucht es eben Verträge, weil sich herausgestellt hat, dass es sonst zu Missverständnissen kommt. Vielleicht kann man an dieser Stelle etwas Interessantes sagen, etwas ganz Aktuelles eigentlich. Sie haben gehört von dem Tod des Popmusikers Prinz, oder eigentlich hat er sich ja nicht mehr Prinz genannt, sondern der unter dem Namen Prinz bekannt war. Und er hat in einem Interview etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er mag keine Verträge. Verträge zeigen nur, dass man sich nicht traut. Verträge zeigen nur, dass man versucht, auf die eine oder andere Art und Weise sich durch raffinierte Worte einen Vorteil zu sichern, den der andere vielleicht noch gar nicht weiß, dass er den verlieren wird. Also das ist eine extreme Sichtweise, aber er hat natürlich recht. Wir schließen Verträge, weil wir eigentlich dem anderen nicht wirklich trauen. Und das können wir auch nicht, weil wir ihn nicht kennen. Wir können nicht einem Wildfremden trauen. Das ist naiv.
Wir brauchen ihm auch nicht misstrauen. Das wäre ebenso ungerechtfertigt, denn wir kennen ihn ja nicht. Wir müssen ihm neutral gegenüberstehen. Und um sozusagen Misstrauen vorzubeugen und um ein Vertrauen zu ersetzen, was man noch gar nicht haben kann, weil man den anderen nicht kennt, braucht es dann eben Verträge. Und Verträge, die regeln das geschäftliche Miteinander, wie wir das letzte Mal gehört hatten, Angebot, Annahme, die Willensüberschneidung, ja, Vertragshoheit, das sind alles die wichtigen Elemente, die man bei einem Vertrag berücksichtigen muss. Die Static-Stable-Verträge, wo im Vertrag schon selber reingeschrieben ist, was im Falle einer Verletzung der Bedingungen passiert. Das heißt, es ist schon dort festgesetzt und braucht dann keiner richterlichen Beurteilung mehr, was die Konsequenz ist, sondern der Richter stellt nur noch fest, ja, der Vertrag wurde gebrochen und jetzt hat die andere Partei das Recht, was sie da für den Fall des Vertragsbruches in dem Vertrag stipuliert hatte und was ja auch von allen Parteien angenommen wurde, durch Unterschrift zum Beispiel. So, und Verträge, die machen dann Sinn, wenn man wirklich sagen kann, ja, man kann die Leistung auch erbringen. Heute sind ja Verträge nicht mehr so wie früher, wo die Menschen untereinander per Handschlag gesagt haben, du, ich deck dir das Dach und dafür mache ich dir deinen Gartenzaun. Das war ein Handschlag und dann war das eine Ehrensache. Das machte man, das gab da überhaupt keine Debatte darüber, sondern das war ein Equal Exchange, sagt man. Also ein gleichwertiger Wechsel von Arbeit. Und wenn man den Handschlag drauf gegeben hatte, dann sagte der eine, ja, dass er mir den Zaun macht, ist mir so viel wert, wie dass ich ihm das Dach mache. Das heißt, das war keine Frage von Geldwert, das war einfach eine Frage von praktischem Wert. Und natürlich hatte man da Spielraum. Ja? Wenn jemand daherkam und sagte, ich brauche 20 Zentner Kartoffeln und ich gebe dir dafür ein Kilo Zucker, dann musste man natürlich wissen, ob das ein Equal Exchange war, also ein gleichwertiger Wechsel. Und wenn man gesagt hatte, nee, du, ein Kilo Zucker, das ist mir nicht genug für meine 20 Zentner Kartoffeln, ich brauche 5 Kilo Zucker, dann musste man das halt regeln. Also das waren Verträge. Und mehr, dadurch, dass die Menschen ihre kommerziellen Aktivitäten, ihre Verträge immer weiter ausgedehnt hatten, über die Region, dann übers Land, über heute die ganze Welt wirklich, konnte man natürlich keinen gleichwertigen Austausch in Form von Arbeit mehr aus praktikablen Gründen vereinbaren. Ja, wenn ich mir Seide aus China bestelle, dann bringt es nichts, wenn ich ihm da anbiete, dass ich ihm das Dach decke oder dass ich hinreise und auf seine Kinder für ein Jahr aufpasse. Ja, solche Dinge machen einfach keinen Sinn. Die sind umständlich und nicht zweckdienlich, ganz einfach deswegen, weil man einen Großteil seines Lebens mit solchen Verträgen dann wirklich durcheinander bringen kann. Also das macht keinen Sinn. Und aus diesem Grund ist wirklich Geld eine ganz hervorragende Erfindung, eine ganz hervorragende Sache. Aber wie Sie sich denken können, sage ich das mit einem erheblichen Vorbehalt. Und bevor wir auf das Treuhandrecht eingehen können, müssen wir erst einmal klären, was Geld wirklich ist, damit wir auch wissen können, ob Verträge bezahlt werden können heutzutage. Geld war ursprünglich ein Speicher für Wert. Geld hatte ursprünglich auch einen Eigenwert. Das heißt, damit es nicht an Wert verfiel, war es zum Beispiel aus Gold gemacht. Die Unze Gold wurde abgedeckt mit 15 Unzen Silber, um das Gold stabil zu halten. Aber all das kam erst später. Was davor war, war wirklich hauptsächlich waren Silbermünzen, nicht so sehr Goldmünzen. Und man hat sich einfach darauf geeinigt, dass eine Silbermünze einen bestimmten Wert hatte. Und zwar konnte man den Wert daran erkennen, einer Silbermünze, ganz einfach an der Kaufkraft, die sie hatte. Und das war natürlich, somit war in der Silbermünze wirklich ein Wert gespeichert. Das heißt, da war das ein Wechsel. Das war ein Wechsel von Energie im Geld. Und man konnte die Silbermünze auf die Bank tragen, wenn man wollte, oder man konnte sie in seine Schatztruhe legen.
Auf gar keinen Fall hat die Silbermünze die Eigenschaft gehabt, sich wie durch Zauberei und Magie einfach selbst zu vermehren. Das ging nicht. Hatte man die Silbermünze und hat sie irgendwo hingelegt, dann blieb das immer eine Silbermünze. Und heute im Gegensatz, wenn man Geld auf die Bank trägt, dann vermehrt sich das wie durch Zauberhand, wie durch magische Hand. Also da sieht man schon einen ganz großen Unterschied. Das heißt, Geld war wirklich die Münzen. Es gab ja da erstmal nur Münzen für die ganz normalen Kaufleute, für die normalen Kaufleute sage ich jetzt, für die normalen arbeitenden Menschen. Und das hat einen Wert repräsentiert und dieser Wert hat sich orientiert, ja, wie viel man damit wirklich erwerben konnte, zum Beispiel an Zucker oder an Salz oder Tabak oder was auch immer. Man muss auch bedenken, dass Geld nicht so wichtig war in der Vergangenheit, weil jeder mehr oder weniger in der Landwirtschaft tätig war und sozusagen seine Nahrungsmittel, das, was er brauchte zum Leben, selber erwirtschaften konnte. Und den Rest haben die Menschen in direkter Arbeit untereinander ausgetauscht. Also Geld war nicht von besonderer Bedeutung. Aber wenn es von Bedeutung war, dann war es eben so, dass es ein Speicher von Wert war. Und es hatte selber keinen Selbstzweck. Es diente ursprünglich nicht zur Investition, um dann mehr Geld rauszubekommen, als man reingab. Ja, sowas kann nur die Natur, sowas kann nur Gott aus dem Nichts etwas schaffen. Und nur die Natur bringt das fertig, dass man ein Weizenkorn in den Boden sät und dann am Ende der Saison dann eine Ehre hat mit vielen Weizenkörnern. Nur die Natur vermehrt diese Dinge. Und Geld vermehrt sich nicht von selber. Das heißt, was da passiert ist, ist natürlich eine Art von Magie, könnte man sagen, die natürlich letztendlich in Diebstahl mündet, der Werte von Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind. Also das war Geld. Wenn man also sagte, man machte einen Vertrag und man verkaufte etwas, entweder Güter oder eine Dienstleistung zu einem bestimmten Wert, dann wurde das oft in Gold oder in Silbermünzen festgelegt und das war zahlbar. Und in der Regel war das vorbezahlbar oder zumindest ein Deposit, sagt man dazu. Das heißt, es musste eine Anzahlung geleistet werden, damit die andere Partei erst einmal Unkosten abdecken konnte und dann den Vertrag erfüllen konnte. Und dann kam der Rest. Das heißt, es war eine tolle Sache mit der Anzahlung, weil man die andere Partei ihr ermöglicht hatte, dann auch den Vertrag zu erfüllen, um das zu bekommen, was man brauchte. Also eine ganz fundamental soziale, marktwirtschaftliche Angelegenheit, kann man sagen. Eine ganz tolle Sache. Und ein bisschen ähnlich ist es hier, Sie sind ja hier auch beim Kurs, in der Vorbezahlung, das heißt durch die Vorbezahlung ermöglichen Sie mir, dass ich sozusagen diese Vorträge vorbereite, dass ich weiterforsche, dass ich selber, habe ich auch Ausgaben natürlich in Form von Gesprächen, die ich habe mit bestimmten Menschen, die teilweise erheblich sind. Das heißt, sie ermöglichen mir durch die Vorbezahlung, dass ich also dann auch hier zweimal im Monat zu ihnen sprechen kann, die Aufnahmen editieren kann. Und das ist eine ganze Menge Arbeit wirklich. Das heißt, damit wird Geld zum Ermöglicher, zum Facilitator, sagt man dazu, eines sozialen Austausches. Und daran ist nichts auszusetzen. Das ist eine ganz hervorragende Sache. Und als Geld also noch wirklich selber Wert hatte, nämlich wo es noch wirklich als Speicher von Wert galt, auch dadurch zum Beispiel, auch später dann, als es Goldmünzen gab, diese abhängig waren, die Unze Gold abgedeckt war von 15 Unzen Silber, zur Stabilisierung. Da konnte man sich drauf verlassen. Aber mehr und mehr ist es eben passiert, dass die Menschen selber nicht mehr die Möglichkeiten hatten, ihr Geld selber herzustellen. Ja, man muss sich das überlegen. Früher konnten die Menschen ihr Silber oder ihr Kupfer oder ihr Gold, was sie hatten, konnten sie zum Münzer tragen und der hat ihnen daraus eine Münze gemacht. Und er hat dann garantiert, dass diese Münze hier, das ist 99% reines Gold. Oder reines Silber. Ja? Das heißt, es gab da Münzer, die beauftragt waren, eben Dinge, Metalle in Münzen umzuwandeln. Und diese Münzen hatten dann den Wert von, ja, das ist eine Unze Feingold, eine Unze feines Silber. Das heißt, das war da
gang und gäbe, das konnten die Menschen tun. Die konnten also ihr altes Silbergeschirr einschmelzen und zu Münzen machen, wenn sie das wollten. Und der Münzer garantierte, dass die Münze eine bestimmte Qualität hatte. Und das ist natürlich heute völlig weggefallen. Heute geht es nicht mehr. Die Menschen können heute nicht mehr ihre Metalle einfach zu einer Münze tragen und eine Münze draus machen lassen. Und dann sagen, hier, das ist es. Und können damit einkaufen gehen und damit dann auch einen bestimmten Wert erzielen. Nein, sie müssen dieses Silber erst zu einem bestimmten Wert in fiktivem Geld, in Kreditgeld sozusagen, verkaufen oder Fiatgeld wie der Euro, der ja nichts weiter ist als Geld durch Verordnung, ist ein Verordnungsgeld und ist nur Papier wirklich. Und somit sind die Menschen nicht mehr in der Lage, wirklich selber ihren Wert auch in Form von Münzen notfalls zu schaffen, ihr eigenes Geld zu schaffen. Nicht mehr selber direkt. Bei Proxy, das heißt über Mittelsmänner, ja, das tun wir ja ständig, wie wir ja schon gesehen haben und auch noch weiterhin sehen werden, aber nicht mehr direkt selber so konkret wie früher. Und als dann letztendlich der Goldstandard zusammenbrach, und da gab es mehrere Etappen, das war nicht nur eine Etappe, sondern es gab mehrere Etappen, und die Staaten in den Konkurs hineingerutscht sind, da gab es dann nicht mehr wirklich die Möglichkeit, Beträge zu bezahlen. Denn das, was man an Geld gab, hatte nicht mehr den korrekten Gegenwert. Es war jetzt nur noch Fiat-Geld, das heißt, der Wert des Geldes war nicht mehr abhängig wirklich vom Vertragspartner, sondern war abhängig von einer Institution, sowas wie einer Nationalbank oder sowas wie von der Geldpolitik sozusagen eines Staates. Damit hat der Staat ganz unmittelbar eingegriffen in die privaten Verträge der Menschen. Und das ist ein schwerwiegender Diebstahl. Oder wäre es gewesen, wenn sich die Herren da nicht etwas sehr Raffiniertes hätten einfallen lassen. Sie wissen, dass das, nehme ich an jetzt mal, dass Roosevelt in den 30er Jahren, wann war das, 1933, glaube ich, fing er das an, oder 1934, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber da hat er alle US-Citizens, also alle US-Bürger, unter Strafandrohung aufgefordert, ihr gesamtes Gold dem Staat zu übergeben. Der sogenannte Gold heißt, also die Seizure, die Ergreifung, die Konfiszierung des Goldes. Das ging aber wirklich nur hier um die US-Citizens, also um Bürger der United States. Aber das war den Menschen damals nicht klar. Die kannten diesen Unterschied nicht. Sie dachten, sie sind Amerikaner, das betrifft sie alle und wir helfen unserem lieben Roosevelt und haben ihm das ganze Gold gegeben. Also nicht alle haben das gemacht, aber doch ein großer Teil, der Großteil der Menschen hat Roosevelt das Gold gegeben. Und Roosevelt hat das Gold für $20 die Unze, soweit ich mich erinnern kann, oder knapp $20 die Feinunze aufgekauft und sie dann später für einen Wert von $35 eingelegt in der eigenen Treasury. Das muss man sich vorstellen. Er hat also fast den Wert verdoppelt, könnte man sagen. Das heißt, er hat den Menschen das Gold gestohlen und hat dann den Wert verdoppeln lassen. Oder besser gesagt, die Bankiers haben das getan. Und zu den Zeiten in den 30er Jahren, eigentlich fing das davor schon an natürlich, dass es immer wieder passiert, immer wieder sind Staaten in Konkurse reingerutscht, weil sie die Schulden nicht bedienen konnten, ganz einfach, weil das System so angelegt war, dass man sie gar nicht bedienen konnte, auf Dauer. Und so wurden also ständige Staatskonkurse proklamiert, alle 70 Jahre ein neuer Staatskonkurs, und das ist wirklich, das ist die Geschichte der Menschheit, die sind von Staatskonkurs zu Staatskonkurs hindurchgeschlittert, in der einen oder anderen Größenordnung. Und das war natürlich Anfang der 30er Jahre, war das wieder manifest, muss man sagen, das fing ja schon 20 Jahre davor an, wo der neue Staatskonkurs wirklich geplant wurde. Und ja, in so einem Staatskonkurs ist es eben gar nicht mehr möglich, dass man von öffentlicher Seite her überhaupt Geld mit eingeschlossenem Wert, also intrinsischem Wert, wirklich hat. Denn das würde ja den Staatskonkurs
sozusagen in Mitleidenschaft ziehen, denn im Konkurs gibt es eben keine Dinge, die intrinsischen Wert haben. Das heißt, das musste abgeschafft werden. Und so wurde der Goldstandard wirklich abgeschafft in einer ersten Etappe, nämlich dass er in den 20er und 30er Jahren, je nachdem, wo man hinguckt, da wurde sozusagen die Silberbindung an das Gold aufgehoben. Das heißt, jetzt konnten mit anderen Worten mehr Wechsel und andere Wertpapiere herausgegeben werden für eine Unze Gold, als das vorher der Fall war. Man brauchte jetzt nicht mehr 15 Unzen Silber für eine Unze Gold. Das war aufgehoben. Und letztendlich ganz weggefallen ist der Goldstandard dann in den 70er Jahren bezüglich bestimmter Verbindlichkeiten. Heute wird oft gesagt, der Goldstandard wurde in der Geldpolitik erst in den 70er Jahren aufgehoben. Das ist inkorrekt. Er ist dort aufgehoben worden, endgültig auch dann für bestimmte, ganz spezielle Sondervermögen und Verbindlichkeiten, für die das Gold zurückgehalten wurde. Das hatte aber nichts mehr damit zu tun, sowieso schon nicht mehr damit zu tun, dass hier die Währung Gold gedeckt war. Das Einzige, was heute eine goldgedeckte Banknote ist, die ist die eine 1-Dollar-US-Banknote. Und ich denke auch die 2-Dollar-US-Banknote jetzt. Das muss man sich genau angucken. Da sprechen wir noch drüber, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Jedenfalls da, wo kein substanzielles Geld mehr herausgegeben wird vom Staat, zinsfrei übrigens, ja, da können dann auch keine Verträge mehr wirkliche Verträge von Wert sein, sondern wenn dann Verträge geschlossen werden, in der eine öffentliche Währung, die auf einer Schuldverschreibung basiert, bezahlt werden, dann haben diese Verträge auf einmal eine ganz andere Eigenschaft und einen ganz anderen Charakter, weil somit in jedem Vertrag jetzt der Staat wirklich mit eingebunden ist. Zumindest ist das erst einmal automatisch so. Es gibt bestimmte Heilungen in den Gesetzen, vor allen Dingen im Federal Reserve Act von 1913 der Vereinigten Staaten. Das ist sehr fortgeschrittene Denkweise, aber die Sprache ist dort ganz eindeutig so formuliert. Aber wenn man das versteht, dann sieht man, dass die Heilung natürlich immer mit eingebaut wurde von diesen Wortemagiern, diesen Rechtsverdrehern, die ein normaler Mensch gar nicht wirklich verstehen kann. Ja, das heißt, man muss sich das selber zusammensuchen und herausklamüsern und das ist sehr mühevoll. Und Gott sei Dank gibt es jetzt Seminare oder private Kurse, wo solche Dinge erläutert werden, damit das ein bisschen verständlicher wird. Aber man darf sich da nicht scheuen, selber tätig zu werden, um diese Dinge wirklich zu verstehen, denn letztendlich kommt es auf die eigenen Worte drauf an und nicht auf die, die man zitiert von einem anderen. Das hat immer keine Glaubwürdigkeit. So, erst einmal aber war das so, dass eben die Verträge auf einmal den Staat als Vertragspartner hatten, und zwar aufgrund der Tatsache, weil das Geld, in welcher dieser bezahlt werden sollte letztendlich, gar nicht mehr jetzt ein schuldfreies Geld war, also ein Asset, ein Guthaben, sondern auf Schuldverschreibungen basierte, die natürlich dann auch mit einem Zinssatz verbunden waren. Das heißt, die eine Partei liefert Wert und dafür bekommt sie aber eine Verbindlichkeit. Und in dem Moment, wo sie sie bekommt keinen Gegenwert in dem Sinne, sondern sie bekommt eine Verbindlichkeit, welche mit einer ganzen Reihe von Privilegien und Pflichten verbunden sind, die ein normaler Mann, ein natürlicher Mann, gar nicht hätte. Und diese Verbindlichkeiten sind stillschweigend vorausgesetzt. In 1938 wurden alle Richter in den Vereinigten Staaten, der Bundesrichter hauptsächlich natürlich, die wurden sozusagen einbeordert vom Attorney General und die hatten ein geheimes Treffen und da wurde ihnen ganz eindeutig gesagt, der Staat operiert von jetzt an auch in der Rechtsprechung im Konkurs. Das heißt, alle vorherigen Urteile, alle Präzedenzfälle vor 1938 dürfen nicht mehr zitiert werden als Präzedenzfall, weil wir in einer anderen kommerziellen Welt jetzt leben und diese ist Admiralitätsrecht. So, das heißt, die Richter haben stillschweigend vom Staatskonkurs gerichtliche Kenntnis genommen und
haben das eingeflochten in ihre Urteile, haben so die Menschen betrachtet als Commodities, also als Güter, als Rem, Res, als Sache. Und das hatte natürlich weitreichende Auswirkungen. So, jetzt wenn man einen Vertrag nicht mit einem wirklichen Gegenwert bezahlen kann, sondern man gibt hier Verbindlichkeiten an denjenigen, der einen Wert geliefert hat, dann ist es natürlich eine Verletzung der, ja, des Wertes, des Austauschprinzip oder der Gleichwertigkeit, der Equitable Principles, sagt man dazu, der gleichwertigen Prinzipien. Und das ging natürlich nicht. Und letztendlich ist das auch nicht so. Aber natürlich fallen die Menschen da ganz böse eben drauf rein, weil sie glauben, sie haben Verbindlichkeiten, die sie ja eigentlich gar nicht wirklich haben. Und jetzt muss man verstehen, dass aus diesem Grunde der Staat in einer bestimmten Art und Weise organisiert werden musste, damit man ihm wirklich nicht nachsagen kann oder denjenigen, die hinter diesen Staatsgebilden stehen oder stecken, dass sie plündern. Das heißt, das Einzige, was sie tun können, ist, dass sie sozusagen die Werte, die die Menschen haben, und dazu gehören natürlich auch deren Rechte, sich frei in Verträgen zu engagieren, deren Recht auch von ihrer eigenen Tätigkeit zu profitieren und sich zu erhalten, sich also eine Zukunft aufzubauen, eine Familie aufzubauen, dass man ihnen eben nicht nachsagen konnte, dass sie das alles plündern und stehlen. Aus diesem Grunde mussten sie sich in einer bestimmten Form organisieren, einer bestimmten Rechtsform, und diese Rechtsform nennt man eben die Treuhandform. Und das spielt unmittelbar zusammen, wenn Sie sich erinnern, an den Kursabend bezüglich des Staatskonkurses. Der Staat hat selber gar nichts. Der Staat ist nichts, hat nichts. Er operiert im Konkurs. Das ist ein Reorganisationskonkurs. Das heißt, die Dinge, an denen er vielleicht Rechte hält, die können nicht liquidiert werden. Ganz einfach deswegen, weil wenn alle Staaten liquidiert würden, dann wer würde das kaufen? Wenn alle bankrott sind, wer würde den Staat kaufen? Wer würde die Werte, die im Staat sind, liquidieren? Das macht also keinen Sinn. Das wurde auch nicht gemacht. Und das ist natürlich, die Vermeidung der Liquidierung ist natürlich hier auch ein Ansatzpunkt für eine weitreichende Kontrolle der Bevölkerung. Das ist also offensichtlich. Und man darf hier also die kommerziell rechtlichen Situationen und die naturrechtlichen Gegebenheiten jetzt nicht verwechseln mit den ideologischen Hintergründen, die hinter dieser Struktur stecken. Im Grunde genommen ist niemand, kein Mensch ist bankrott, denn er kann Arbeit leisten. Und würde man ihm die Freiheit lassen, das so zu gestalten, wie er das wollte, dann würde sozusagen ein vorher nie dagewesener Wohlstand ausbrechen. Ja, also es ist natürlich schon ein ideologischer Hintergrund da, das alles so zu organisieren, wie es ist, aber sie können das nicht vorbei organisieren am Naturrecht. Das Naturrecht fordert seinen Tribut. Wenn es verletzt wird, dann werden auch solche Menschen, die ideologische Hintergründe haben, natürlich früher oder später den Kürzeren ziehen. Und im Moment fangen sie an, den Kürzeren zu ziehen, ganz einfach deswegen, weil die Menschen anfangen intuitiv zu begreifen, dass hier etwas wirklich im Argen liegt und dass eben nicht das Naturrecht, das natürliche Rechtsempfinden des Menschen einen Widerhall findet in den öffentlichen Rechtssystemen, die im Kommerz operieren, weil sie dort zwar korrekt operiert werden, aber durch die Manipulation der Wahrnehmung bei den Menschen eben nicht zu einer entsprechenden Resonanz führen bei den Menschen und somit die Menschen ständig die falschen Mittel vorbringen in der Öffentlichkeit und somit keine Heilung haben. Also da muss man dann seine Wahl treffen wirklich, wie man damit umgeht. Und eine Wahl ist der Kommerz. So, das heißt also, der Staat musste den Menschen etwas anbieten, wie zum Beispiel Sozialversicherung, Versicherung, bestimmte Garantien an Sicherheiten geben, damit die Menschen überhaupt bereit waren, in irgendeiner Art und Weise darauf einzugehen und dem Staat etwas zu geben. Und
Sie haben dem Staat ihre Arbeitskraft gegeben. Und das ist das, was der Staat, was dem Staat jetzt nicht wirklich gehört. Nun gut, das ist vielleicht nicht korrekt formuliert. Der Staat hat sicherlich ein Eigentumsrecht an der Arbeitskraft, aber das ist nicht unwiderrufbar. Das heißt, das kann widerrufen werden. Das heißt, der Staat hält das wirklich in Treuhand. Der Staat hält alles in Treuhand für die Menschen und benutzt das, um in diesem Reorganisationskonkurs, der ja jetzt wirklich fast überall auf der Welt vorliegt, sozusagen genügend, wenn man so will, Zinsen zu erwirtschaften, um die Schulden zu bedienen, die der Staat angeblich den Bankiers schuldet. Das sind, man muss da immer dran denken, Vertragsschulden. Denn wenn der eine plündert und mit Mord, Totschlag, Gewalt und Kriegen sich die ganzen Ressourcen unter den Nagel reißt und sie dann verkauft an Staaten oder sie denen verleiht, dann ist das natürlich auch gegen Naturrecht. Das heißt, das können die auch so nicht tun und deswegen hatten wir darüber gesprochen, dass der Staat letztendlich das, was er hat, nämlich die Arbeitskraft des Menschen, kollateralisiert, die Banken Kredite geben, die nicht zurückgezahlt werden müssen, aus genau diesem Grund, weil sie können das nicht zwangsweise beleihen in Form von Kapital, aber sie schaffen die Buchkredite und der Staat bedient lediglich die Zinsen. Und da die Menschen die eigentlichen Gläubiger letztendlich sind, dadurch, dass sie die Arbeit leisten, halten die Banken also auch wiederum nur die Zinsen für die Menschen in Treuhand. Da sieht man, ja, sie sind Eigentümer, aber wir sind hier diejenigen, die beitragen zu dieser Treuhand und wir sind auch die Begünstigten. Das heißt, wir haben eine Forderung gegenüber dem Staat und wir haben eine Forderung gegenüber den Banken in Form einer Begünstigung, die uns auch zuteil werden muss. Und das bringt uns unmittelbar jetzt zu dem Thema Treuhand. Was ist eine Treuhand? Wie ist das überhaupt organisiert? Und das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, aber wir werden uns damit immer wieder befassen und das von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Also eine Treuhand ist ein rein rechtliches Gebilde. Und das hat auch gewissermaßen seinen Ursprung in der Natur. Und das ist ganz einfach. Wenn man mit einem ganz einfachen Beispiel anfängt, dann ist das, ja, zum Beispiel, jemand geht weg. Er muss weg von zu Hause und er muss seine Familie zurücklassen und seine Gegenstände, seine Werte, sein Eigentum zurücklassen. Und damit das nicht irgendwann geplündert wird während seiner Abwesenheit, beauftragt er jemanden, für dieses Eigentum zu sorgen. Das heißt, er hat ein Treu und Glauben in diesenjenigen, dem er sein Eigentum anvertraut. Und da kann man sagen, das ist die einfachste Form einer Treuhand. Ich übergebe das, was mir gehört, bis zu meiner Rückkehr an einen Dritten und sage ihm jetzt, während meiner Abwesenheit musst du das verwalten. Und du hast alle Rechte, das zu vermehren, das einige der Dinge zu verkaufen, um meine Familie am Leben zu halten, sollte das nötig sein. Du bist hier der Treuhänder und ich gebe dir alle diese Sachen. Und meine Familie sind die Begünstigten unter dieser Treuhand. Das heißt, für die musst du alles tun. All das, was du tust, muss für meine Familie sein. Und du bekommst ein monatliches Gehalt oder eine monatliche Vergütung für deine Arbeit. Und damit dieser Treuhänder, wenn man so will, das jetzt tun kann, braucht er natürlich umfangreiche Rechte. Er braucht im Grunde genommen wirklich eine Generalvollmacht bezüglich allen Eigentums desjenigen, der jetzt da diese Dinge ihm übergibt. Und damit er die veräußern kann, damit er die verkaufen kann, nicht damit er dann Rechtsbruch begeht und ihm nachgesagt werden kann, dass er stiehlt oder veruntreut, wie man so schön sagt. Also die Aufgabe des Treuhänders ist wirklich, die Dinge so zu verwalten, wie sie ihm aufgetragen wurden. Und das ist natürlich heute in der Fiktion, geht es da weniger um die Sachen selber, sondern es geht um die Rechte an den Sachen, die ja heute Wert haben. Es sind die Titel heute, die Wert haben in der Öffentlichkeit und nicht so sehr wirklich die Substanz, die zwar immer da sein muss, denn sonst ist ein Titel auch nur Schall und Rauch,
Aber letztendlich werden heute die Titel gehandelt. Und wir sprechen natürlich über Titel noch sehr viel genauer. Das heißt, eine Treuhand braucht einen Treuhänder. Das ist mal Nummer eins. Und eine Treuhand braucht auch Dinge, also die Res, sagt man dazu. Die Res der Treuhand, die Sache. Denn ohne eine Sache oder Sachen hat ein Treuhänder nichts, was er verwalten kann. Was er treuhänderisch verwalten kann. Das heißt, wichtig ist für eine Treuhand also eben auch die Sachen, die er verwaltet. Und eine Treuhand kommt nicht einfach so zustande. Man kann sich nicht selber zum Treuhänder fremder Sachen bestellen. Das heißt, man braucht jemanden, der diese Treuhand sich sozusagen ausdenkt oder sie konzipiert. Und das nennt man den Grantor oder den Stifter oder den Treugeber. Und der sagt, ich will eine Treuhand konzipieren in einer Art und Weise, dass bestimmte Dinge dort eingebracht werden, die verwaltet werden vom Treuhänder zur Begünstigung von bestimmten Menschen. Und das sind die Begünstigten. Das heißt, wir haben hier auch die Begünstigten, die letztendlich eine Forderung gegenüber dem Treuhänder haben. Und somit kann man zusammenfassen, dass eine Treuhand also einen Treuhänder hat, der wird ernannt vom Stifter oder Grantor, sagt man dazu, oder Treugeber. Dieser konzipiert die Treuhand, den Treuhandvertrag, auf Englisch sagt man dazu Trust Indenture. Und ein Treuhänder wird ernannt und dieser Treuhänder muss die Sachen so verwalten, wie in der Trust Indenture, also im Treuhandvertrag, in der Treuhandsatzung festgelegt. Und davon darf er nicht abweichen. Und der Treugeber, der Stifter, der Grantor, der bestimmt auch, wer begünstigt ist durch die Verwaltung des Treuhänders. Es muss also in einer Treuhand immer einen Begünstigten geben. Es gibt eine Ausnahme von Treuhand, da sprechen wir dann noch drüber, aber das ist erst einmal so die Rechtsform. Es muss also Begünstigte geben. Und diese Begünstigte haben eine Forderung gegenüber dem Treuhänder. Das heißt, wenn der Treuhänder sie nicht so begünstigt, wie das festgelegt ist in der Treuhandsatzung, dann müssen sie den Treuhänder zwingen, eben sich korrekt zu verhalten, um eben dann Werte auszuschütten, so wie das in der Treuhandsatzung festgelegt ist, für die Begünstigten. Der Treugeber oder der Grantor, derjenige, der die Treuhand geschöpft hat, aus der Taufe gehoben hat, der kann einen Treuhänder feuern, immer dann, wenn er das Gefühl hat, dass der Treuhänder sich nicht korrekt verhält. Jetzt bezüglich der Sachen. Die Sachen sind das Eigentum der Treuhand, dieses Rechtsgebildes. Das heißt, jemand, der etwas in eine Treuhand stiftet, der Treugeber, ist rechtlich gesehen nicht mehr der Eigentümer. Das heißt, er kann nicht mehr darüber verfügen, zumindest erst einmal generell gesprochen nicht. Ja, das ist der Treuhänder, der das tut. Und der Treuhänder ist rechtlich verantwortlich, die Dinge so zu verwalten, damit sie entsprechend der Treuhandsatzung dann den Begünstigten zugutekommen. Das können Investitionen sein heutzutage, das kann Landzukauf sein, was auch immer da notwendig sein wird, um das Vermögen der Treuhand zu mehren. Und der Treuhänder ist also dieser Treuhandsatzung verpflichtet und er muss seine private Buchhaltung, also seine privaten Einkünfte, separat halten von denen der Treuhand. Das heißt, das Einzige, was er tun darf, ist, das Vermögen so zu verwalten der Treuhand, dass es ausschließlich dem Begünstigten zugute kommt, aber er wird natürlich bezahlt in dem Treuhandvertrag, das heißt, er hat ein monatliches Gehalt oder vielleicht kriegt er auch eine Kommission, aber es darf keinen Interessenskonflikt geben. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, kann man Treuhandgebilde sehr geschickt so konstruieren, vor allen Dingen, wenn man das auf globaler Ebene tut, dass natürlich der Treuhänder oder seine Familien selber davon maßgeblich profitieren.
und dann hinterher die Investitionen vor die Hunde gehen und der Treuhänder aber trotzdem sagen kann, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Also man sieht, eine Treuhand ist ein sehr wackeliges Gebilde und Treuhandbruch, wenn auch nicht direkt nachweisbar, ist etwas, was jeden Tag millionenfach passiert im Kommerz der Welt. Das ist also eine ganz abscheuliche Angelegenheit. Da wird der Treu und Glaube wirklich missbraucht zum eigenen Profit. Jetzt, der Stifter, der Treugeber, kann den Treuhänder jederzeit feuern. Die Begünstigten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht korrekt begünstigt werden, können vom Treuhänder die Erfüllung seiner treuhänderischen Pflicht fordern. Das heißt, er muss jetzt die Leistung erbringen, die er, zu der er verpflichtet ist, im Zuge der Verwaltung der Treuhand. Das ist jetzt mal einfach formuliert ein Gebilde, ein Treuhandgebilde. Jetzt, der Treugeber kann auch Treuhänder sein. Das geht. Das heißt, ich kann selber zum Beispiel eine Treuhand gründen. Ich kann mich zum Treuhänder machen. Und ich kann auch die Werte, die notwendig sind für eine Treuhand, selber hinzugeben. Das ist kein Problem. Solange die Begünstigten dieser Treuhand nicht in irgendeiner Art und Weise mit mir verwandt sind oder in irgendeiner Art und Weise ein Interessenskonflikt entsteht. Mit anderen Worten, ich kann nicht selber Treuhänder und Begünstigter sein. Das ist etwas, das ist eine Kombination, die schließt sich aus. Dann ist es nämlich keine Treuhand mehr und dann sagt man dazu, dass dieses Gebilde ein rein fiktives Gebilde ist zur zum Beispiel Umgehung von Steuerpflichten. Das heißt, der Treuhänder kann niemals auch Begünstigter sein, denn sonst würde er ja die Sachen so, dann könnte er zum Beispiel sagen, gut, ich muss für die Begünstigten alles tun, was ich kann und ich übergebe denen jetzt einfach das gesamte Vermögen der Treuhand, das bin nämlich ich bin der Begünstigte, ich übergebe das mir selber und dann ist die Treuhand aufgelöst, denn wenn die Treuhand mal sozusagen alle ihre Sachen veräußert hat, dann hört die Treuhand auf zu existieren. Dann stirbt sie, sagt man. Oder man sagt dazu auch Trust Inversion auf Englisch, das heißt, die Treuhand wird invertiert und somit hört sie auf zu existieren. Also Treuhänder darf niemals auch Begünstigter sein. Oder auch ein Begünstigter darf niemals die Rolle eines Treuhänders übernehmen in einer Treuhand, in welcher er begünstigt ist. Aber der Stifter kann eben Treuhänder auch sein. Und jetzt kommt noch was hinzu. Der Stifter kann auch Begünstigter sein, aber er kann dann natürlich nicht Treuhänder sein. Das heißt, der Stifter kann alles an den Treuhänder geben und sich dann hinterher selber begünstigen durch die Treuhandsatzung. Das ist eine wackelige Angelegenheit, aber das ist rechtlich möglich, solange nachgewiesen werden kann, dass dann der Stifter keinerlei Einfluss mehr nehmen kann, nachdem er die Dinge an die Treuhand übergeben hat, auf die Dinge selber und auf deren Verwaltung. Das heißt, der Treuhänder muss völlig separat sein. Und das passiert natürlich häufig, zum Beispiel in Familientreuhands, die von Banken geleitet werden, wo die Bank der Treuhänder ist, da passiert so etwas. Und die Bank würde natürlich das Vermögen dann so verwalten, wie der Stifter das verfügt hat. Mehr oder weniger, bei Banken kann man sich nie ganz sicher sein. Und dann kann natürlich der Stifter, der die Bank beauftragt hat, eine Treuhandrolle zu übernehmen, auch sozusagen begünstigt sein. Aber er hat dann nur ein Recht als Begünstigter an diesem Vermögen. Und die Bank ist Treuhänder. Das heißt, man muss sich wirklich ausgesprochen gut überlegen, wen man als Treuhänder bestellt. Und oft macht das Sinn natürlich. Banken machen natürlich einen riesigen Profit damit, denn die können ja alles investieren und kollateralisieren und können natürlich da einfach auch viele Profite einer Treuhand vorenthalten und das alles an der Nase der Begünstigten vorbei. Jetzt, wenn man natürlich selber Bankier ist oder selber die Banken und kommerziellen Interessen dieser Welt sozusagen in seiner Hand hält
und dann natürlich Familienstiftungen macht und auch noch als Bankgläubiger ist von, ich weiß nicht wie viel, Hunderten von verschiedenen Staaten, dann kann man sich vorstellen, dass das eine hervorragende Möglichkeit ist, da wirklich durch die Hintertür zu plündern, ohne dass die Menschen das groß bemerken. Und natürlich, genau das ist der Fall. Aber letztendlich ist es eine Treuhand und eine Bank hält die Dinge in Treuhand. Und da letztendlich es die normalen Menschen sind, die durch ihre Arbeit alle Werte schaffen, ist es auch klar, für wen die Bank das letztendlich in Treuhand hält. Natürlich für die Menschen. Ja? Und deswegen werden zum Beispiel Staatskredite auch an die Staaten ausgezahlt, ohne dass diese zurückzahlen müssen. Sie müssen lediglich die Zinsen drauf bezahlen. Das darf man nie vergessen. Staaten zahlen nicht das Kapital. Also wenn man da mal hört, so in den Nachrichten, dass ein Staat jetzt letztendlich, vor einigen Jahren war das bezüglich Deutschlands, die Staatsschulden oder die Schulden für den Ersten Weltkrieg abgezahlt hat. Das ist nicht der Fall. Was hier passiert ist, ist, dass jetzt eben die Tilgung eingetreten ist nach plus minus 70 Jahren ganz von alleine und dass somit der Rest der Schuld wirklich vergeben ist. Das heißt, der Kredit ist schlicht und ergreifend ausgelöscht. Der wird gelöscht. Fertig, aus. Keine weiteren Verbindlichkeiten mehr, auch keine Zinsverbindlichkeiten. Von Zurückzahlen kann man da überhaupt nicht reden. Staaten müssen kein Kapital zahlen auf die Staatsschulden. Das wäre ja gar nicht möglich. So, wie ist das jetzt im Hinblick auf dann den Staatskonkurs? Naja, Reorganisationskonkurs ist ja hier das Schlagwort. Also Kapitel 11 Staatskonkurs. Das heißt, es wird reorganisiert. Das heißt, die Masse, die ein Staat hat, nämlich die Arbeitskraft der Menschen, die wird so organisiert, dass eben ein Kapitalsystem existieren kann innerhalb dieses Staates. Es wird Geld per Verordnung erschaffen, wie zum Beispiel der Euro. Das ist ein reines Verordnungsgeld, wie das britische Pfund ist auch ein Verordnungsgeld, wie der US-Dollar bis auf die 1- oder 2-Dollar-Note. Da ist das etwas anderes. Die sind tatsächlich noch goldgedeckt. Aber ansonsten ist das reines Verordnungsgeld. Das sagt man eben auch Fiat-Geld. Das heißt, das ist Geld, was per Gesetz einfach verordnet wurde. Und damit das Wirkung hat, damit das Sinn hat, damit der Staat auch zur Zufriedenheit der internationalen Bankiers im Konkurs operieren darf, muss dieses Geld mit einem Zwang herausgegeben werden und das ist der sogenannte Annahmezwang. Das heißt, wird es gegeben in irgendeiner Transaktion, dann muss es auch angenommen werden zur Bezahlung einer Schuld oder zur Tilgung. Bezahlt wird eine Schuld ja nicht mit so solcher Art von Geld, aber zumindest wird es zur Tilgung angenommen. Das heißt, die Staaten sind heute Treuhandorganisation, Treuhandstrukturen, Verwaltungsstrukturen. Es gilt also Verwaltungsrecht in einer Treuhand. Und so kann man mal ganz pauschal sagen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber mal ganz pauschal kann man sagen, dass alle Gesetze, die in der Öffentlichkeit heute da sind, Verordnungen und so weiter, nichts weiter sind als Teil einer großen Treuhandsatzung. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, es ist kein Gesetz, es ist eine Ordnung. Und diese Ordnung gilt innerhalb dieses Treuhandkonstruktes, wie zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Bayern. Ja, das sind nämlich alles Bundesstaaten auch. Das sind nicht mehr die organischen Königreiche, genauso wenig wie der State of Nevada. Das gleiche ist wie Nevada State, was nämlich auch damals der organische Staat Nevada war oder den's auch, der heute auch noch ist, der völlig souverän ist. Genauso wie das Königreich Bayern oder das Königreich Baden. Ja? Das Land Baden-Württemberg, das Land Bayern, das Land Hessen, das sind Bundesländer. Das heißt, es sind fiktive Agenturen, kann man sagen, Unterstrukturen, Unterdivisionen der Bundesrepublik Deutschland. Da kann man nicht von einem Land sprechen. Also das heißt, dieses Wort Bundesrecht bricht Landesrecht. Das ist eine, kann man wirklich sagen, eine Wortemagie, die die Menschen völlig in die Irre führt. Denn das Land Bayern ist nichts weiter als eine Unterdivision der Bundesrepublik Deutschland, die eben auf ein bestimmtes Territorium angewendet wird. Aber es hat nichts mit dem organischen Königreich von Bayern zu tun.
was es auch noch heute gibt. Also das ist wichtig, dass man dann den Unterschied versteht. Man operiert also sozusagen als Person in der Öffentlichkeit in einer Treuhandstruktur. Und der Bund und die Länder in ihrer fiktiven Form sind nichts weiter als die Verwalter dieses Vermögens. Nun, jetzt muss man da noch einen Schritt weitergehen. Damit das überhaupt möglich ist, damit überhaupt die davon ausgehen können, dass die Menschen freiwillig ihr Vermögen, dazu gehört die Arbeitskraft, dazu gehören deren Eigentumsrechte, an den Staat abgegeben haben, durch zum Beispiel die Registrierung des Namens des Kindes bei der Geburt, damit sie davon flächendeckend ausgehen können, damit das überhaupt Sinn macht, in so einem Reorganisationskonkurs zu operieren, gehen sie davon aus, dass die Menschen auf ihre Rechte verzichtet haben. Und jetzt kommt da eine ganz besondere, trickreiche Angelegenheit rein. Sie erklären die Menschen für tot. Das heißt, die Menschen existieren nicht mehr. Die lebendigen Menschen existieren nicht in diesem Staatsgebilde, in dem es ja nur Personen gibt. Geht ja auch gar nicht. Denn wenn da Menschen auftreten würden in der Fiktion, die lebendig sind, dann würden die ja sofort dieses fiktive Treuhandgebilde, einfach dadurch, dass sie viel höhere Rechte haben, über den Haufen werfen können. Das heißt, die Menschen sind regelrecht für tot erklärt. Oder sagen wir so, angenommen, dass sie tot sind. Und man findet das zum Beispiel in dem britischen Sestakivi Act von 1666. Das ist ein Gesetz, was damals das Parlament, das war im Jahre des Feuers von London, des großen Feuers von London, erlassen hatte, wo schlicht und ergreifend behauptet wurde oder gesagt wurde, dass wenn jemand für 7 Jahre oder länger auf der See oder jenseits der See verloren gegangen ist, dann darf er für tot angenommen werden. Und sein Vermögen geht über in das Vermögen der Krone. Das ist natürlich nicht die Königin, wie man sich vielleicht denken kann, sondern die Krone ist ein Alternativname für die City of London Corporation, was so wie Washington DC und so wie der Vatikan selber, Vatikanstadt, separate Gerichtsbarkeiten sind, das heißt, das sind Stadtstädte, die haben ihre eigenen Gesetze und unterliegen keinerlei anderen Gesetzen. Das heißt, die City von London unterliegt nicht den Gesetzen des Vereinigten Königreiches. Die City von London, das ist die Krone. Und so haben die also 1666 angefangen, das Vermögen derjenigen, die sie für verschollen gesehen hatten, sozusagen übergehen zu lassen in das Vermögen der Krone. Und das ist dort ein rein administrativer Übergang, denn dieser Sestakivi-Akt hat auch eine Heilung. Und das ist, sollte jemand von den Verstorbenen zurückkehren, dann muss er dieses anzeigen. Und wenn das passiert, dann muss ihm das Vermögen plus aller erwirtschafteten Zinsen minus einer Verwaltungsgebühr zurückübergeben werden zur vollen eigenen Verwaltung. Das heißt, das nennt man Revestment of Title. Das heißt, da wird der Titel und die Dinge zurück investiert oder zurückgegeben an denjenigen, dem sie ursprünglich gehörten. Und das ist jetzt nicht nur, dass es derjenige selber sein muss, sondern das können auch Erben sein. Das können also auch Erben sein. Das heißt, man muss sozusagen den Nachlass auch antreten. Und so ist das Ganze in Probation geraten, also wirklich sozusagen in das Erbrecht, eine ganz komplexe Angelegenheit, wo wirklich auch zum Beispiel eine Insolvenz stattfindet heute. Eine Insolvenz findet statt sozusagen im Erbrecht. Das heißt, da wird die Frage geklärt, wer hat das Recht zu erben? Und wenn niemand daherkommt und sagt, ich habe das Recht, das alles zu erben, dann wird der Staat sozusagen der Erbe sein. Und das ist wirklich das, was passiert in einer Insolvenz. Wer in eine Insolvenz hineingerät, ja, der sagt schlicht und ergreifend, er hat keine Forderung. Er tritt kein Erbe an. Und das erklärt natürlich auch, und da müssen wir auch auf die Symbolik aufpassen und gucken, wie sich das um uns herum ausdrückt. Es gab vor einigen Jahren jemand,
in den Vereinigten Staaten, der hatte herausgefunden, dass alle Städte und Kommunen letztendlich als Friedhöfe deklariert sind. Und Ähnliches haben einige meiner Kollegen in Großbritannien herausgefunden. Das heißt, Städte sind deklariert als Friedhöfe oder aber als Wards. Und das Wort Ward oder Warden, das ist der Wächter. Man könnte auch sagen, ein Ward ist dann ein bewachtes Gebiet. Das heißt, da wird das bewacht, was jemandem anderen gehört, nicht den Menschen. Und es werden da also andere Gesetzmäßigkeiten geltend gemacht. Und ein Beispiel ist natürlich heute der schwarze Rand um alles, was wir wirklich sehen, um die Ortsschilder herum. Ja, das erinnert an eine Todesnachricht, an den Briefumschlag mit schwarzem Rand, ne? Sind heute schwarze Ränder um die Dinge herum. Wir haben schwarze Ränder in den Formularen. Früher waren viele Formulare rot übrigens. Man erinnere sich nur an Postformulare. Heute sind das alles schwarze Ränder. Das heißt, all dieses passiert im Bereich der Toten. Und das ist auch korrekt, denn die Person ist eine Fiktion. Die Person ist tot. Person existiert nicht. Sie existiert nur auf dem Papier. Und wir animieren sie in der Öffentlichkeit, wenn wir als Person auftreten. Das heißt, wir treten dann nicht wirklich als eine lebendige Person auf, sondern wir treten auf als jemand, der die Rechte der Person wahrnimmt. Sie verteidigt sozusagen, mit anderen Worten, als Staatstreuhänder. Das heißt, wir sind Treuhänder für die Person, denn man darf nie vergessen, dass die Person, die Namen der Person Eigentum des Staates sind und somit Treuhandres sind, also eine Sache der Treuhand. Wenn wir also im Namen dieser Person operieren und agieren, operieren wir als Treuhänder. Und als Treuhänder sind wir gebunden an die Satzungen und Verordnungen, die in der Öffentlichkeit zum Besten gegeben werden. Ob das die Abgabenordnung ist oder die Straßenverkehrsordnung ist, das alles spielt überhaupt keine Rolle, solange wir eine Person dort geltend machen, als Person Rechte wahrnehmen wollen. Als Person müssen wir uns unbedingt auch an diese Treuhandregeln halten, denn tun wir das nicht, dann werden wir nicht bestraft, weil wir irgendein Gesetz gebrochen haben, ein moralisches Gesetz, weil wir irgendjemandem einen Schaden zugefügt haben. Nein. Sondern der Treuhandbruch wird bestraft und zwar mit einer finanziellen Sanktion. Das heißt, es werden Sanktionen geltend gemacht gegen den Treuhänder. Das heißt, Treuhandbruch in der einen oder anderen Art und Weise wird geahndet mit einer Art Gebührentafel. Ja, wer zu schnell fährt, der zahlt 60 Euro oder wer das Auto falsch parkt, zahlt 60 Euro, denn sowohl das Auto als auch die Person, die es betreibt, es ist alles Treuhandeigentum. Das heißt, es ist Missbrauch von Treuhandeigentum und das gibt Sanktionen und dann gibt es den Strafzettel. Ja, und wenn man dann natürlich als Treuhänder argumentiert, als Person, dann kommt man nicht weit, dann muss man den dann auch sozusagen aus dem Budget, den ein Treuhänder hat, dann auch begleichen. Und das Budget ist natürlich das monatliche Einkommen, was man ja auch als Person sozusagen hat in der Öffentlichkeit. Das wird als Treuhandbudget bezeichnet. Das heißt, das ist ihr Budget. Das ist nicht ihr Geld, was sie verdienen für die Arbeit, sondern das ist das Budget. Und davon dürfen sie auch natürlich Dinge verwenden, die zur Erhaltung ihrer Funktion notwendig sind. Das gehört Essen, Kleidung, Wärme, Strom und so weiter. Ja. Und es ist also deswegen eine ganz fatale Angelegenheit, wenn man als Treuhänder in einen Zustand der Armut gerät. Das kann der Staat auch nicht zulassen und deswegen gibt es dann sowas wie Hartz IV. Oder auch danach, wenn sie lange genug Treuhänder waren, gibt es die Staatsrente. Die bekommt man ja nur als Angestellter wirklich. Das heißt, da zeigt sich, dass sie Angestellter des Staates sind, dadurch, dass sie eine Rente bekommen. Und sie haben ein monatliches Budget. 2.000 Euro vielleicht und daraus müssen sie alles begleichen. Jetzt kann es passieren, dass sie zu große Verstöße machen als Treuhänder und sie das sich nicht leisten können, dass das Budget nicht ausreicht.
Naja, und dann müssen Sie eine Vermögensauskunft machen. Und das ist nichts weiter als ein Budget. Sie müssen darlegen, wie Ihr Budget verwaltet wurde, was Sie noch haben und so weiter und so fort. Dazu gehören die Titel am Haus, dazu gehören die Titel im Grundbuch, die Hypotheken, die Darlehen. Das ist alles, ist Teil Ihres Budgets. Und das legen Sie da jetzt offen. Und dann wird man Sie von der eigentlichen Bezahlung jetzt dann befreien. Ganz einfach deswegen, weil auch der Staat nicht das Unmögliche fordern kann. Wenn Sie nicht genügend im Budget haben, haben Sie nicht genügend. Aber es kann sein, dass er dann, wenn genügend, was Sie das als Masse bezeichnen, was wirklich letztendlich nur die Titel sind, wenn genügend Titel vorhanden sind, also genügend Masse, dann wird der Staat die Insolvenz der Person beantragen und dann wird Tabula rasa gemacht, da wird alles verrechnet miteinander. Und Sie sind dann, die Person ist dann sozusagen nach einer gewissen Zeit schuldfrei. Und dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Natürlich kann man in so einem System niemals auf einen grünen Zweig kommen, weil man abhängig ist von dem Budget und dem Wert, den man sozusagen in der Öffentlichkeit hat, aufgrund seiner Position. Eine Putzfrau zum Beispiel, ja, als Treuhänder einer putzfräulichen Person, wenn man so will, ist natürlich sehr viel geringer, als jetzt, wenn jemand Finanzberater ist oder Bankier oder Manager. Das heißt, der hat mehr Wert. Und deswegen wird ein Manager, wenn der zum Gefängnis verurteilt wird, ist sein Tagessatz, zu dem er verurteilt wird, sehr viel höher als der einer Putzfrau. Das heißt, eine Putzfrau für das gleiche Vergehen verbringt vielleicht viermal so lange im Gefängnis als ein Manager. Und da denkt man natürlich, das ist doch ungerecht. Naja, natürlich ist es das. Rein moralisch gesehen ist das ungerecht, rein kommerziell gesehen ist es korrekt operiert. Aber da sieht man, dass es trotzdem eben eine substanzielle Ungerechtigkeit darstellt. Nun, dafür gibt es viele Beweise, dass das so ist. Zum Beispiel ein Beweis ist das, was Sie monatlich verdienen, was Sie also an Gehalt bekommen, ja tatsächlich nicht Ihr Eigentum ist, in dem Moment, wo es überwiesen wird auf ein Bankkonto. Ja, das gehört dort der Bank. Ihr Konto gehört auch nicht Ihnen, sondern Sie haben lediglich eine Verfügungsberechtigung. Das heißt, Sie können niemals davon ausgehen, dass das Geld, was Sie auf Ihrem Bankkonto haben, Ihr Geld ist. Sie haben ein Recht daran, in einer bestimmten Art und Weise, über was wir noch sprechen werden, aber es ist nicht Ihr Geld. Das heißt, sollte jetzt jemand daherkommen und das wegnehmen, wie zum Beispiel das Finanzamt, das pfändet das, dann muss die Bank sozusagen darauf eingehen, weil die Bank im Gefüge der nationalen oder vielleicht auch internationalen Landestreuhand oder bundesrepublikanischen Treuhand als Drittschuldner fungiert bezüglich der Schulden, die Sie haben als Treuhänder. Das heißt, die Bank muss sozusagen, sie haftet als Drittschuldner. Damit ist die Bank, wenn sie haftet als Drittschuldner, nun, wie kann sie mit etwas haften, was nicht ihr gehört? Ja, ich kann doch nicht einen Dritten in die Haftung nehmen für Dinge, die ihm gar nicht gehören. Ich kann nicht einen Dritten in die Haftung nehmen für eine Schuld, die er mir schuldet, und er kommt dann daher und gibt mir das Auto seines Nachbarn. Das geht nicht. Das heißt, das Auto muss ihm gehören. Und genauso ist es mit dem Geld, was Sie monatlich überwiesen bekommen auf ein Bankkonto. Es gibt da bestimmte Ausnahmen, auf die gehen wir in der Zukunft ein. Das ist jetzt überhaupt nicht relevant und diese Information wird jetzt auch wirklich keinem in irgendeiner Form nützlich sein. Das wird sich ergeben dann im Laufe des Kurses. Es gibt da bestimmte Ausnahmen. Aber erst einmal ein normales Girokonto, was die meisten Menschen ja heute haben, das ist wirklich, das gehört der Bank. Die Werte, die da drin verbucht sind, gehören der Bank. Und der Beweis ist dann, wenn die Bank Ihnen das Konto kündigt, zum Beispiel wenn es gepfändet wurde, dann kriegen Sie einen Brief und darin steht, dass Ihnen die Verfügungsberechtigung entzogen wurde. Das heißt, Sie haben lediglich eine Verfügungsberechtigung. Eine Bank ist nicht Treuhänder für das Vermögen ihrer Kunden. Es sei denn, man hat einen ganz speziellen Treuhandvertrag, aber nicht bezüglich jetzt Einlagen von Giralgeld. Die Bank ist kein Treuhänder dafür. Die Bank ist da Eigentümer. Das heißt, man kann eine Bank, wenn sie jetzt das Konto leer räumt oder es
einer Pfändung preisgibt, niemals wegen Treuhandbruch anklagen. Das ist also wirklich in fast allen Gerichtsbarkeiten immer wieder festgestellt worden von den Gerichten, dass eine Bank nicht Treuhänder ist der Geldeinlagen ihrer Kunden, sondern die Bank ist Eigentümer. Und dadurch, dass ihr dieses Eigentumsrecht übergeben wird vom Kunden, gibt die Bank dem Kunden das Recht, zu gleichem Wert über ein Konto Kredit in die Öffentlichkeit, man muss schon fast sagen, zu verbringen. Das heißt, sie können zum gleichen Wert wie den sie der Bank geben, Kredit in die Öffentlichkeit hinein expandieren, indem sie zum Beispiel einen Scheck schreiben oder eine Überweisung tätigen. Und das wird dann verbucht. Das heißt, das Konto ist nicht wirklich ihr Guthaben, sondern das Konto zeigt, wie viel Kredit sie jetzt noch expandieren können in einem bestimmten Zeitraum. Das ist alles, worum es geht. Es ist nicht ihr Geld. So, das eine Ausnahme ist, wenn Sie jetzt daherkommen und sagen, ich will ein Schließfach bei der Bank haben. Und jetzt bringen Sie Sie haben einen Schließfachvertrag und jetzt, das ist natürlich geheim, das heißt auch die Bank weiß nicht, was in den Schließfächern drin ist oder sollte das nicht wissen zumindest. Und jetzt kommen Sie daher und bringen ein Bündel von, sagen wir 20 Euro Banknoten, legen das in das Schließfach und legen dazu vielleicht ein paar Goldmünzen und wertvollen Schmuck und dann schließen sie das ab und die Bank verschließt es auch mit ihrem Schlüssel. Hier in dem Fall ist die Bank Treuhänder. Sie hat das zur treuhänderischen Verwahrung. Und dann gibt es wahrscheinlich auch eine Versicherung, die sie abschließen können. Sie müssen den Wert bestimmen und die Bank deckt das dann ab über ihre Gebühren zum Beispiel. Da können Sie jetzt jederzeit hingehen zum Schließfach, das öffnen und diese Dinge rausnehmen und Sie bekommen genau das Gleiche, was Sie dort eingelegt haben, nämlich das, was in Ihrem Schließfach drin ist. Das ist der Beweis, hier liegt ein treuhänderischer Vertrag vor. Sie können das rausholen, was Sie auch eingelegt haben. Jetzt probieren Sie das Gleiche mal mit einem Giralkonto. Nehmen Sie Ihre 20-Euro-Noten, schreiben Sie sich die Seriennummern auf, bringen Sie sie heute zur Bank, schreiben Sie sie Ihrem Kontogut und dann heben Sie sie am nächsten Tag wieder ab. Das wäre ein außerordentlich großer Zufall, wenn Sie dieselben Banknoten oder überhaupt auch nur eine Banknote zurückbekommen würden, die die gleiche Seriennummer trägt. Mit anderen Worten, es liegt hier eine mehr oder weniger freie Konvertierung von einer Währungsform in eine andere vor. Nämlich Bargeld in Buchgeld und Buchgeld in Bargeld. Und wir sprechen dann noch genauer drüber, wo da die Grenzen sind. Auch die Grenzen der wirklich der Legalität. Also hier muss man ganz eindeutig sehen, dass das Bankverhältnis in Bezug eines Giralkontos kein treuhänderischer Vertrag ist. Denn die Bank hält das Geld, was sie dort einlegen, nicht für sie in Treuhand, sondern sie hält es in Treuhand für den Staat. Und darum ist sie Drittschuldner. Deswegen kann der Staat Bankkonten pfänden, die auf der öffentlichen Seite sichtbar sind. Wohlgemerkt, die auf der öffentlichen Seite sichtbar sind. Da gibt es auch Grenzen. Der Staat ist also organisiert in einer Treuhand, um das zusammenzufassen. Die Personen, die in einem Staat operieren, denen wird Ausdruck verleiht oder symptomatischer Ausdruck verleiht in Form eines Personalausweises, in Form eines Führerscheins, in Form eines Bankkontos, in Form eines, ich weiß nicht was, alles, was man heute unterschreibt, wo wirklich ein Personenname verlangt wird. Das sind alles treuhänderische Funktionen. Das kann eine Person sein, wenn man will, oder aber man kann das auch alles als unterschiedliche Personen bezeichnen. Aber eins ist sicher, die alle diese Personen gleichen Namens oder auch nicht gleichen Namens sind wirklich an der Hüfte wie siamesische Zwillinge miteinander verschweißt und alle haften sie für den Konkurs. Alle haben sie treuhänderische Funktionen. Und aus diesem Grund können die heute daherkommen, können einem das Auto wegnehmen. Warum? Weil der Titel gehört dem Staat. Sie können daherkommen und einem das Haus wegnehmen. Da ist Trickserei mit dabei. Warum? Weil der Titel des Hauses von der Bank gehalten wird und das Grundbuch das ausweist. Das Grundbuch ist ein rein fiktives Wertpapier, Titelbuch müsste man sagen,
und darin wird verzeichnet, was für Interessen eben auf einem substanziellen Grund wirklich liegen. Aber das ist ein reines Titeldokument, hat nichts zu tun wirklich mit der Frage, wer Besitz hat über das Haus oder das Land. Und wenn wir natürlich ständig als Treuhänder auftreten dann in der Öffentlichkeit, mit unserem monatlichen Budget, was man auch Einkommen nennt, naja, dann sind wir natürlich auch haftbar mit dem Budget, denn dafür wurde es uns gegeben. Das ist der Zweck. Das heißt, wir haben keine Kaufkraft wirklich, sondern wir haben ein größeres oder kleineres Budget. Und haben wir ein kleineres Budget, naja, dann können wir uns halt nicht so viel leisten. Dann sollten wir noch vorsichtiger sein. Dann können wir nicht wie ein Manager, ja, mit 200 durch die rote Ampel und kommen dann nach ein paar Tagen aus dem Gefängnis, tut das eine Putzfrau, ja, dann sitzt sie da für Monate. Und das ist natürlich, da merkt man, das ist eine Ungerechtigkeit. Aber die Putzfrau ist eben auch keine Putzfrau, sondern sie ist eine Person. Und sie hat sozusagen in ihrer schwachen treuhänderischen Position einen großen Treuhandbruch wirklich begangen. Das heißt, man erwartet von denen, die ein kleineres Budget haben monatlich, sehr viel mehr als von denen, die ein großes Budget haben. Und so muss man das sehen. Also, das rückt jetzt vielleicht die Angelegenheiten mal in die richtige Perspektive hier. Der Staat ist keine moralische Instanz. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Das heißt, er kann nicht daherkommen und sagen, hier, das ist Recht und das ist Unrecht unter moralischen Gesetzen, denn das weiß jeder schon, was Recht und Unrecht ist. Stehlen ist Unrecht. Morden ist Unrecht. Das Eigentum eines anderen zu beschädigen, kaputt zu machen, zu stehlen oder den Körper eines anderen zu verletzen oder auch nur anzufassen, ohne dessen Erlaubnis, ist ein Unrecht. Das ist ein Unrecht. Dazu braucht man keinen Staat, dazu braucht man keine Hunderttausenden von Gesetze, um festzustellen, was Recht und was Unrecht ist. Jeder kennt das Recht. Der Staat ist eine rein treuhänderische Organisation, die die Werte der Menschen verwaltet, kollateralisiert, zur Tilgung von Zinsen, die die internationalen Bankiers sozusagen aufgrund von Staatskrediten den Staaten anheimgelegt haben. Und damit der Staat das einigermaßen für sich oder aus seiner Perspektive gesehen sinnvoll machen kann, muss er natürlich die Menschen dazu bringen, auf ihre substanziellen Rechte weitgehend zu verzichten, nämlich die als lebendige Männer und Frauen und als Personen aufzutreten. Die natürliche Person ist genauso eine Fiktion wie eine juristische Person, genauso eine Fiktion wie eine Treuhand, wie eine Organisation. Und man hört oft das Argument, dass man seinen Status als natürliche Person wieder erreichen will. Leute, natürliche Person ist ein Oxymoron. Es gibt in der Natur keine Person. Ich habe noch nie eine gesehen. Und wenn man einen Mann als eine Person bezeichnet, die Person, das ist weiblich, dann ist das schon eine Beleidigung, wenn man, oder auch eine Selbstmissachtung wirklich, wenn man als Mann auf der Position bestehen will, dass man eine Person sei. Das ist absurd. Da weiß man ganz offensichtlich nicht, wer man ist. Und genau das ist Ziel hier, mit Diskurses, dass man anfängt zu erkennen, wer man wirklich ist. Und dass man anfängt, sich diese Person, mit der man durchaus operiert in der Öffentlichkeit und auch sinnvoll operieren kann, wenn man das versteht, wie, dass man die sich auf Armeslänge hält. Sich von sich weghält. Und nicht glaubt, man sei sie. Man ist Mann oder man ist Weib. Man ist Knabe. Oder Mädel. Mehr gibt es nicht in der Natur. Bezüglich von jetzt Menschen. Und denken Sie immer dran, wenn ich von Mensch spreche, dann meine ich damit den lebendig, geistig beseelten, geistig-sittliche Wesen. Zu dem eben auch ein physischer Körper gehört.
Das meine ich mit Mensch, um das nochmal klar zu machen. Aber besser reden wir von Männern und Frauen oder Weibern, so wie das alte ursprüngliche Wort ist, und Knaben und Mädels. So, das ist es heute bezüglich Treuhand. Das wird uns immer wieder begegnen. Glauben Sie mir, das ist ein Überblick gewesen. Wir müssen halt durch die Rechtsformen durchgehen, damit wir dann auch die verschiedenen Dinge richtig platzieren können. Denn später werden Sie bemerken, dass das Ganze ein fließender Übergang ist von einer Rechtsform in die andere. Und wie das alles in einem erstaunlichen, homogenen Konzert ineinander greift. Aber wenn wir das nicht holotropisch betrachten, dieses ganze Zusammenspiel dieser verschiedenen Rechtsformen, dann werden wir nie erkennen, wie perfekt das alles gestaltet und entwickelt wurde, welche Möglichkeiten wir haben, dass keine dieser Möglichkeiten uns wirklich genommen sind, solange wir wissen, wer wir sind und darauf bestehen. Das nächste Mal werden wir über Admiralitätsrecht sprechen, das Seerecht sozusagen, was es da für Besonderheiten gibt und wie das wiederum ineinander greift mit Vertragsrecht und Treuhandrecht.